Hallo, mein Name ist Doris Soffel. Ich bin hier gerade an der Deutschen Oper Berlin und probe für Respighis Oper La Fiamma. Da singe ich die Rolle der Agnese di Cervia, das ist eine Hexe. Es ist eine verzweifelte Frau, eine verfolgte, verfluchte, verhaftete und am Schluss wird sie verbrannt. Ich bin ja öfters zu Gast hier und zuletzt, also in den letzten Jahren nur, war es Madame Louise in Glanerts Ozean, dann Adelaide in Arabella und zuletzt die Gräfin in Pique-Dame. Aber es gibt ja auch noch eine längere Geschichte. Alles fing an mit der Judith in Blaubartsburg, eine Inszenierung von Götz Friedrich. Wie lang das jetzt her ist, werde ich jetzt nicht genau sagen. Und dann folgten Klytämnestras und Frikas noch im Friedrichring und auch die Amme in Frau ohne Schatten. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste, aber ich habe immer Lust, so ein bisschen über meine Grenzen zu gehen. Und das weiß der Regisseur. Und deshalb werde ich aus einem unteren Teil der Bühne hervorkriechen und auch hinunterkriechen. Also es ist mir nichts schwierig genug. Das alles für die Kunst. Also, liebes Publikum, kommen Sie in La Fiamma. Und lassen Sie sich von mir verhexen. Weil ich bin schon ganz in dieser Rolle drin irgendwie, ne? So.